Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und hier seht ihr ein neues Team, es ist ein Ligue 1 Team. Und das bedeutet, dass natürlich auch noch der Ligue 1 TOTS Pokal ansteht. Hier gibt es dann Team of the Season Gonalo zu gewinnen. Ich habe hier in diesem Team den normalen Gonalo eingebaut, weil ich den mal irgendwann in den Pack gezogen habe. Passt natürlich ziemlich praktisch. Ich werde es auch heute wieder so machen. Den Weg bis ins Finale, den fasse ich euch zusammen. Nachkommentiert und das Finale gibt es dann im Anschluss quasi live kommentiert, weiter und ohne Facecam, weil immer noch mein Kartenleser kaputt ist vom Laptop. Und noch ganz kurz hier zu diesem Team, ich habe es aufgestellt als ein 4-2-3-1 und ich hatte einfach sehr viele Spieler schon. Ich habe jetzt hier auch das 4-2-3-1 genommen mit 3 ZOMs, das liegt daran, dass ich Valbuena und Di Maria noch hier schon im Verein hatte. 2 sehr schnelle ZOMs und das passt natürlich sehr gut für diese Formation. Lacazette hatte ich noch, Ibrahimovic hatte ich noch, Matuidi, David Luiz, Aurier, das waren alle Spieler, die ich noch hatte. Und Perrin habe ich mir noch gekauft, genauso wie auch Baal. Und Costil habe ich mir irgendwann auch in einem Gratis-Pack gezogen. So hatte ich das Team dann eigentlich relativ schnell zusammen. Ich hatte zu Beginn noch, das kann ich nochmal ganz kurz erzählen, das Ganze als ein 4-1-2-1, wo eine enge Variante gespielt, weil das hat echt nicht so gut funktioniert. Aber jetzt kommen wir zunächst einmal hier für die Zusammenfassung oder zu der Zusammenfassung mit dem Weg bis zum Finale. Und los geht es natürlich wieder mal im Achtelfinale. Wir starten rein in den Pokal und hier sehen wir das erste gegnerische Team. Wenn es dann gleich kommt, hier ist es soweit. Der spielt in einem 3-4-3 und hat sogar nur einen Silberspieler am Start. Das ist ein Stürmer auf der linken Flügelposition. Das passt nicht so wirklich. Dennoch legt er hier richtig gut los, der Gegner. Kommt hier mit Tempo auf meine Viererkette zu. Hier spiele ich kurz den Ball raus. Cavani nimmt ihn sich einfach wieder und trischt dann hier das Teil an die Unterkante der Latte. Schöner Schuss natürlich hier von Cavani. Sehr schön platziert. Aber ein bisschen unglücklich, ich spiele ihn raus, er bekommt ihn wieder. Und der Gegner kam hier direkt richtig gut ins Spiel. Die nächste Situation, wo er angreifen kann, spielt hier auf Matuidi. Ich spiele auch hier wieder kurz den Ball raus, er nimmt ihn sich einfach wieder. Und Matuidi mit dem 2:0, also da hatte ich einen richtig schlechten Start hingelegt. Sehr, sehr viel Pech auch irgendwo in diesen einzelnen Aktionen. Und es geht so weiter, hier kurz vor der Halbzeitpause, in der 39. Der Gegner lässt den Ball gut laufen, spielt er Cavani an und dann Costil mit einer richtig guten Parade. Der hat das immer mal wieder, also das ist echt ein ganz vernünftiger Torhüter. Macht da ganz gute Paraden hin und wieder. Und jetzt, kurz vor der Halbzeitpause, gelingt es mir auch mal zum ersten Mal gefährlich, vor das gegnerische Tor zu kommen. Zieh jetzt hier rein, leg jetzt hier ab auf Ibrahimovic, 2 Gegner vor ihm, den ersten aussteigen lassen und danach David Luiz. Kann sich nur noch hier mit der Grätsche helfen und damit gibt es natürlich hier Elfmeter und für David Luiz die gelbe Karte. Und jetzt stehe ich hier am Punkt mit Ibrahimovic und schieße den Ball rechts oben, recht platziert, ja was heißt platziert, recht kräftig vor allem, ins obere Eck und damit der Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeitpause. Und jetzt in der zweiten Halbzeit drehen wir mal so richtig auf, Ibrahimovic zieht hier durch, aber Rouffier auch mit einer sehr starken Parade in dieser Situation. Inzwischen jetzt schon die 65. Minute, Valbuena zieht jetzt hier den Gegenspieler auf sich, zieht ihn zurück und jetzt probieren wir Lacazette gleich in Szene zu setzen. Ist jetzt der Fall, Schuss doch schon hinten weg und dann Lacazette mit dem Ausgleichstreffer. Das hat natürlich sehr schön funktioniert mit der Schusstäuschung nach hinten weg. Und das ist ein schlechter Ballfluss hier vom Gegner. Ibrahimovic jetzt kann jetzt hier auf Lacazette abspielen und der lässt sich solche Chancen nicht entgehen. Echt ein guter Abschluss und damit der Führungstreffer. Und jetzt haben wir hier die 89. Minute, also kurz vor Ende. Jetzt kann ich doch auf Lacazette spielen. Und dann ziehe ich hier kurz zurück mit dem Scoop-Turn und dann mache eine Ballrolle und dann direkt ins kurze Eck abgeschlossen. Ähnlich wie auch das 3:2 hier, der Treffer von Lacazette zum 4:2. Und das war's dann in diesem Spiel. Der Schiedsrichter pfeift ab und damit konnten wir dann ins Viertelfinale einziehen. Im Viertelfinale sind wir dann hier auf folgendes Team getroffen. Der Gegner in einem 4-3-1-2 hat 2 Informs am Start, glaubt mit Lacazette und Benafar und dann noch einen Team of the Season. Auch im Team im Mittelfeld, das sieht natürlich gut aus. Ein katastrophaler Abwurf und jetzt bin ich hier mit Ibrahimovic in der Position, um mal richtig was zu zeigen. Übersteiger nach hinten weg, dann die Ballrolle nach außen weg und Ibrahimovic auch hier mit einem richtig guten Abschluss zum 1:0. Alles natürlich angefangen mit dem sehr misslungenen Abwurf und wir können hier direkt so weiter nach vorne spielen. Lacazette, nee, Di Maria ist das hier im Laufduell. Berbaspin nach innen und dann auf Lacazette gespielt. Der Ball kommt durch und Lacazette auch hier. Sehr, sehr schöner Abschluss. Der war gar nicht einfach. Aber Lacazette lässt sich solche Chancen nicht entgehen. Jetzt wollte er es hier ein bisschen übertreiben mit David Luiz. Erst einen Gegner stehen lassen und dann noch der zweite Ibrahimovic. Das funktioniert nicht mehr so gut. Und Ibrahimovic, bam, einfach mal in der guten Position gewesen und das Ding da in den Winkel reingehämmert. Das ist natürlich auch einfach eine Qualität, die Ibrahimovic mitbringt.
Und jetzt hier der Gegner hier, das ist mit echt einem richtig starken Dribbling hier. Hat er hier wirklich mal irgendwo drei Gegner von mir nass gemacht. Und damit macht er den Anschlusstreffer zum 1:3 aus seiner Sicht. Und das war's dann aber auch schon direkt in der 90. Minute. Pfeift dann jetzt hier der Schiedsrichter ab. Und das war eher mal ein kürzeres Viertelfinale. Der Gegner war eigentlich gar nicht schlecht, wie man beim letzten Dribbling auch gesehen hat. Aber ich habe ihn wirklich gut im Griff gehabt. Und er hat dann so entscheidende Fehler letztendlich gemacht. Und da sehen wir gleich nochmal eine Übersicht. Ich probiere schon mit zwei Toren. Lacazette mit einer Torvorlage und auch einem Tor. Also Lacazette, genau. Ibrahimovic ordentlich immer wieder am Scoren. Und der Gegner hier im Halbfinale, das Team ist mir irgendwie gar nicht so aufgefallen, als ich gegen ihn gespielt habe. Er hat hier sehr viele Silberspieler drin, 4 Stück an der Zahl. Und er spielt im 4-3-3. Und dann lässt er mal direkt hier einen richtig schönen Distanzschuss krachen. Geht nur an den Pfosten, natürlich ein bisschen Pech für ihn. Im Gegenzug komme ich jetzt hier über die Außen mit Di Maria und der setzt sich hier richtig gut durch. Und dann, glaube ich, hier Ibrahimovic wahrscheinlich mit dem leichtesten Tor in seiner ganzen Karriere. Aus 2 Metern, kein gegnerischer Torhüter mehr da, kein Verteidiger mehr da. Macht er das 1:0. Aber der Gegner gibt sich so nicht geschlagen. Geht hier auf den Außen, spielt jetzt hier den rein. Und dann kommt mein Torhüter an den Ball. Aber er hat vorher den Gegner umgerissen und damit gibt es jetzt hier 11 Meter. Tolisso steht auch schon bereit und schießt ihn mitten aufs Tor. Den habe ich dann und damit kann der Gegner hier nicht ausgleichen. Und hier Matuidi, sehr schöne Passweg drin gewesen. Ibrahimovic mit dem Scoop-Turn, dann die Ballrolle. Noch eine Ballrolle, bleibe ich ein bisschen hängen und dann habe ich einfach Glück, wie der Ball hier bei Lacazette landet, der da dann ein sehr einfaches Tor hat. Und jetzt die Di Maria mit einem Traumpass auf Lacazette und dann schlänzt sich den hier noch ins kurze Eck. Und das war dann das 3:0. Hier sieht man gleich nochmal auch in der Wiederholung den Traumpass hier, der war recht überragend mit Außenriss an den gegnerischen Spielern vorbei. Und jetzt, ja, lässt sich der Gegner so ein bisschen hängen, hinten alles frei. Lacazette ist auf einmal komplett durch einen Scoop-Turn und dann kann ich den locker aufs leere Tor lupfen. Und damit dann das 4:0 und das war dann genug für den Gegner. Er geht dann jetzt hier gleich raus und damit konnten wir dann jetzt hier ins Halbfinale einziehen. Also ihr seht es hier, der Gegner macht Pause. Geht dann heraus und damit, wie gesagt, nicht, habe ich jetzt gerade Halbfinale einziehen gesagt? Nee, das ist natürlich Quatsch. So konnten wir ins Finale einziehen und damit machen wir jetzt auch direkt weiter. Natürlich wie immer live kommentiert. So, da sind wir wieder und ihr habt es gesehen, es war ein 4:2 im Achtelfinale, dann ein 3:1 im Viertelfinale und ein 4:0 im Halbfinale. Jetzt geht es hier in das Finale hinein und während wir jetzt hier den Gegner suchen, werde ich nochmal so ein paar Sachen erzählen. Zum einen, ich konnte leider den Serie A Totspokal nicht spielen. Es gab, ich glaube, irgendwas Sanemono oder sowas zu gewinnen. Ein Spieler, den ich gar nicht kenne. Es war, glaube ich, auch so mit das Schlechteste, was man gewinnen konnte. Wobei, Team of the Season Robert Huth ist ja auch vielleicht von vielen nicht ganz so beliebt, weil er recht langsam ist. Aber ich hätte diesen Flügelspieler trotzdem sehr gerne gewonnen und genommen. Das Problem war leider nur, dass ich einfach zu dem Zeitraum, wow, er hat hier Team of the Season, wer ist denn das? Scheiße, ich weiß nicht mal, wer. Ach, das ist Lacazette. Fuck, den erkennt man ja gar nicht. Alter, Lacazette ist schon ein unglaubliches Biest. Als Team of the Season ist einfach richtig krank. Oh wei, oh wei. Naja, egal. Das heißt, ich konnte Serie A Totspokal leider nicht spielen, weil ich in Stockholm war. Und als ich zurückgekommen war, war der Pokal schon wieder weg. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil ich hätte gerne... Ich mag diese blauen Karten einfach, egal wie letztendlich der Spieler so wirklich ist. Ich finde diese blauen Karten einfach geil. Weshalb ich da natürlich dann schon ein bisschen schade und traurig finde, dass ich den nicht bekommen habe. Weil man kann ihn ja jetzt nicht auch anderweitig irgendwo bekommen. So, ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil das war jetzt gerade ein richtig schlechter Ballverlust. Oh Gott, ich hoffe, der ist im Abseits. Der war im Abseits, ne? Genau. Sehr gut. Und was habe ich sonst noch zu erzählen? Ja, das mache ich vielleicht, wenn ich hier das Spiel irgendwie vielleicht so schon ein bisschen führe oder sowas. Das wäre nämlich ganz nice. Aber ich kann es eigentlich mal ganz kurz schon an dieser Stelle erzählen. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, weil ich muss echt sagen, ich habe hier in diesem Pokal gegen so unglaublich starke Gegner gespielt. Jetzt nicht zwingend in diesem Versuch, den ihr jetzt hier gesehen habt, wo ihr auch die Zusammenfassung gesehen habt, aber in anderen Spielen, die Leute haben richtig, richtig, richtig stark gespielt. Und mit richtig stark und mit richtig, richtig, richtig stark meine ich extrem gut. Also das war echt ein bisschen fast schon komisch, gegen was für gute Leute ich da gespielt habe. Ich meine, ich hatte jetzt so eine kleine FIFA-Pause, weil ich in Stockholm war, aber trotzdem, die Gegner waren so gut, dass schon mal hier so vorweg und jetzt probieren wir vielleicht dann auch dann hier direkt im ersten Versuch, zumindest was ihr... Och, scheiße, den kriege ich nie wieder eingeholt. Doch, kriege ich. Kriege ich... Boah, sehr schöne Parade von Costil. Genau, weil jetzt möchte ich mich konzentrieren, dass ich natürlich vielleicht hier schon dann auch in dem Finale Gonalon gewinnen kann. Ui, da hatte ich mein Timing eigentlich nicht gut gemacht.
weshalb ich schon gerade ein bisschen lauter geworden bin von der Stimme. Das ist ein schöner Ball auf Lacazette. Oh, wollte ich mit einer Ballrolle und dann No-Touch statt nach innen lösen. Oh, den nehme ich. Also irgendwie gerade dribble ich noch maximal schlecht. Was ist denn hier los? Oh, 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 raus damit. Oh, nein! Das war viel zu kurz. Aber jetzt mal die Situation unter Kontrolle bekommen. Alter. So, die ersten 15 Minuten, die waren jetzt schon mal total durch den Wind. Und jetzt mal Konzentration, ja? Damit das nicht weiter so passiert. Foul. Ja. Können wir vielleicht auch schnell machen? Ja, Ibrahimovic. Und weiter auch wieder auf die Maria. Ja. Oh nein, scheiße. Ach Gott. Ich hatte irgendwie gerade so ein Brainlag oder was auch immer und drück einfach schon viel zu früh auf die Schusstaste und wusste dann, dass es einfach niemals ein Tor werden wird, weil der Schuss einfach viel zu schwach war und dann auch nicht aus einer guten Position. Das war echt jetzt gerade verschenkt, die Situation. Och, schade. Da war natürlich echt gut durchgekommen mit Ibrahimovic. So. Der Gegner macht ganz gut Druck, muss ich sagen. Da müssen wir zwar rankommen und jetzt irgendwie rauskommen. Mal müssen wir freien. Klingt bis hier nicht so... Oh, fuck. Den kann er weiter jetzt legen. Aber David Luiz! Sauber rausgespielt. Aber echt krass, wie viele Leute hier sind. Oh, das ist... leider auch nicht gut in der Umsetzung. Den können wir vielleicht rausspielen. Nein, gelingt nicht. Sehr gut. Von Lacazette ist jetzt hier noch nicht so viel zu sehen. Das finde ich schön. Also von seinem. Muss ich ein bisschen aufpassen. Also dieser, so ein 92er Lacazette stelle ich mir richtig krank vor. War auch das erste Mal, dass ich jetzt gegen ihn spiele. Ansonsten hatten die Gegner schon, muss ich sagen, ziemlich gute Teams, gegen die ich da gespielt habe. Den hätte er wahrscheinlich kürzer spielen wollen. Oh, oh, oh. Boah, stark von Di Maria, dass er den zumindest noch ins Ausköpft. So, da muss der Tor dran. Sehr gut. Mal gucken. Ist der da frei? Ja, so fast halt, ne? Den jetzt ablegen? Ja. Den jetzt nochmal ablegen. Ist sehr schön. Di Maria Tempo aufnehmen. Könnte einen Foul geben. Oh. Nee, das ist auch natürlich eine Foul-Situation. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich bekomme den ersten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe mal mit Ibra so ein geiles Freistoßtor gemacht. Aber ich lasse hier, glaube ich, lieber durchlaufen. Ich kann hier vielleicht auch Ibra durchlaufen lassen. Normalerweise mache ich jetzt immer gerade den Di Maria-Durchlauf-Variante. Aber jetzt mit Ibra vielleicht. Könnte auch ganz nice werden. Ja, macht er. Und jetzt in die kurze Ecke. Boah, scheiße, da steht natürlich Trapp. Easy. Und kann den ganz einfach halten. Muss ich vielleicht nur mal einen aussteigen lassen, um eine bessere Schussposition zu bekommen. Oh, der geht ins Aus. Ganz, ganz knapp. Ja, echt irgendwo bitter, dass ich gerade diese Situation mit Ibrahimovic habe liegen lassen. Das war eigentlich so eine gute Situation. Kann man vielleicht durchlegen, aber das ist natürlich eine krasse Grätsche. Schön. Schön. Doppeltes Tackle. Das war so wichtig, das jetzt gerade so anzusetzen. Ja, jetzt haben wir wieder Raum auf den Außen. Okay, der Ball ist nice. Der ist nice. Und den macht er auch. Schönes Teil. Oh, ich spiele selten eigentlich solche schöne Steilpässe in den 16er hinein. Das hat hier aber richtig geil funktioniert. Weil normalerweise probiere ich dann irgendwie druckvolle Pässe oder ähnliches zu finden. Aber dann noch ein bisschen verzögert, damit Ibra noch besser die Abwehrkette hinterlaufen kann. Und dann natürlich Ibrahimovic lässt sich so eine Situation nicht entgehen. Wenn ich da nicht so früh Schießen eingebe, wie vorhin schon, dann passiert das nicht. Oh Gott. Okay. Bin irgendwie heute mit manchen Sachen und Entscheidungen, die ich treffe, nicht ganz so zufrieden. Aber jetzt vielleicht. Jetzt kommt Lacazette. Genau. Oh, das ist... Und das ist halt stark an Lacazette. Nein! Komm! Ja! Ich wollte gerade sagen, das ist krank, wie Lacazette sich da durchspielt, durchtankt und sich dann durchsetzt. Und wow, wie er da zweimal mit der Grätsche ausweicht. Richtig krass. Und dann nur in den Pfosten, aber Ibrahimovic, der macht es dann gut und besser und schießt das Teil da rein. Sehr stark. War ein bisschen glücklich, habe ich das Gefühl, wie ich durchgekommen bin. Aber nehme ich. Boah, ich muss mal gleich hier was an meinem Computer ausmachen. Das nervt ja richtig hart.
Brauche ich aber kurz mal eine Pause. Okay. Sauber. Gegner wird ungeduldiger, habe ich das Gefühl, in der Verteidigung. Was ihm jetzt auch immer wieder mal dann in, sag ich mal, Probleme bringt. Sehr schön. Ball finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Diese Grätschen finde ich ein bisschen, yo, ne? Boah, nein! Wusste ich natürlich nicht, dass er den noch nicht weiterspielt. So, jetzt habe ich Gelegenheit. So, sehr gut. Das hat mich nämlich eben gerade ein bisschen gestört. Da kam nämlich ständig irgend so ein Piepton von meinem Rechner. So, ja. Das war natürlich eben gerade überraschend, dass er mich da anspielt. Schon wieder sehr überraschend angespielt. Ich muss sagen, die paar Tage Pause in Stockholm, die haben mir FIFA-technisch jetzt nicht so sonderlich gut getan. Die Ballrollenschüsse, die kommen nicht mehr, die kriege ich nicht mehr so gut hin. Also es liegt aber daran, dass ich einfach gerade einfach nicht die Spots dafür so gut erkenne. Und ich mich auch deutlich schwerer getan habe. Das wäre jetzt vielleicht gleich mal, das wäre jetzt gleich so ein Ballrollenschuss. Aber das sieht man, da bin ich, bis da direkt ein Spieler dran. Oh Gott, guckt euch an, wie schnell der ist. Nein! Nein! Wow, geil! Perrin oder Perrin steht dann auch so ein bisschen auf der Linie rum und kommt dann genau richtig, wenn der Torhüter scheitert. Sehr schön. Konnte natürlich extrem gut aushelfen. So, ich probiere jetzt mal die zweite Hälfte genauso dominant, weiß ich gar nicht, zu gestalten. Aber die 60% Ballbesitz finde ich fast ein bisschen irritierend. Aber das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Das haben wir dann bis jetzt gut im Griff gehabt. Ja. Schade. Wollte ich jetzt nochmal rechts vorbeigehen. Weil dann hätte ich unter Umständen wirklich komplett freie Bahn gehabt. Jetzt hat er einen Silberspieler eingewechselt, was natürlich erstmal ungewöhnlich ist. Schön. Oh Gott. Ist immer so schade, wenn man den Ball eigentlich rausspielt, der geht so direkt zum nächsten Mann dahinter und der kann dann deswegen einen richtig guten Pass spielen. Das ist immer so richtig bitter, wenn man so quasi bestraft wird für ein gutes Tackle. Komm, Lacazette ist doch da. Aber er startet leider nicht in die Lücke hinein. Jetzt ein Fehler. Genau, macht er auch. Zieh auf Ibra. Nee, auf Ibra. Machen wir es nochmal. Jetzt auf Ibra. Ja. Oh, Alter. Wenn Ibra solche Probleme hat, Bälle anzunehmen, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Gleiche Position wie eben. Hm, ich mach's diesmal anders. Schießen möchte ich nicht, wenn da jemand auf der Linie stehen hat. Wobei man es mal versuchen kann. Nee, ich nehme jetzt hier Lacazette und die Maria dazu und dann lasse ich die Maria durchlaufen und dann ist die Maria komplett frei. Und den schießt er rein. Super einfach. Ich werde immer wieder gefragt, wie das geht. Schusstäuschung, dann läuft die Maria durch. Dann läuft der Freistoßschütze durch und danach drückt man X und spielt diesen Spieler an. Und danach schießt man ihn rein. Ganz, ganz einfach. Und die Maria läuft da quasi links an der Mauer vorbei. Lacazette wäre rechts an der Mauer vorbei gegangen. Und wieso habe ich jetzt von Ibrahimovic auf Lacazette gewechselt als Standardschützen? Das liegt daran, dass Ibrahimovic einen extrem langen Anlauf hat. Und wenn ich mit die Maria antäusche, durchzulaufen und dann mit Ibrahimovic den Pass spielen möchte, dann dauert das aufgrund des langen Anlaufs von Ibrahimovic viel zu lange, bis er den Ball spielt. So, das war jetzt quasi so ein kleines Durchlauf-Freistoß-Tutorial-Video. Oi, was ist das denn gewesen? Der ist nicht mehr abseits. So, und jetzt die Flanke auf Ibrahimovic. Gibt's ein Flankentor? Gibt's eins? Nö. Das ist, glaube ich, das ist echt krass. Ich glaube, meine Flankentore dieses Jahr, die kann man an einer Hand abzählen. Weil ich aber auch echt null auf Flanken spiele. Null. So, also das 3-0 ist natürlich jetzt extrem beruhigend. Das 2-0 war schon nice vom Ergebnis her. Oh. Eine Ausgangsposition hier quasi. 3-0 ist aber nochmal so viel entspannter. Sehr schön. Wichtiges, gutes Tackle. Oh, nice. Kommt da sogar noch davor. Oh, Lacazette ist so beastie. Oh ja, den muss jetzt die Matte. Oh! Krass. Krasses Tackle von Umtiti. Ah, oh, schade, das hätte eigentlich ein Treffer werden müssen. Ich hätte vielleicht doch mal eine Ballrolle machen müssen, anstatt L2-R2 Dribbling. Oh, oh, oh. Wow! Wow!
Mann, Alter, sobald dieser Spieler so viel Tempo dann aufgenommen hat, dann kriegst du dann, egal welchen Spieler du auswählst, kriegst du den nicht mehr unter Kontrolle. Mann, das ist jetzt so ein dummes Gegentor. Ich hätte einfach zweimal davor den Ball nicht, oder ich hätte nicht ins Leere tickeln sollen. Aber gut. Haben noch zwei Tore Vorsprung, deswegen war das diese Ausgangsposition ja so gut. Und müssen natürlich schauen, dass wir das jetzt auch trotzdem halten. Und jetzt nicht frühzeitig irgendwo noch einen Anschlusstreffer hergeben. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn da so ein Lacazette mit Tempo auf die Abwehrkette zuläuft, dann kann das relativ schnell mal passieren, dass das dann doch auf einmal dazu kommt. Sehr gut. Oh, das ist jetzt gerade so mit der schlechteste, ja. Das war so mit der schlechteste Fehlpass, den mir passieren konnte, durfte, wie auch immer. Uiuiui, also das ist echt eine Katastrophe, so ein Ball. Und jetzt ist der Anschlusstreffer da. Scheiße, Mann, Alter. Nein. Jetzt ist er mit einem Tor dran. Boah, das ist richtig mies jetzt. So ein 3-0 zu verkacken, wenn wir das 3-0 in der, keine Ahnung, 53. gemacht. Nee. Ich weiß gar nicht, wann ich es gemacht habe. Nein, jetzt. Ja. Können wir mal einen Foul geben? Das wäre ganz, ganz nice gewesen. So, den haben wir. Sauber. Boah, come on! Den muss ich eigentlich machen! Schade, es hat nach dem L2-R2 da nicht ganz so gut funktioniert. Ich hätte nochmal spielen müssen auf Ibrahimovic. Ach, Mann. Ich glaube, ihr merkt das schon so ein bisschen, dass ich nicht so wirklich gut eingespielt bin. Also, mal lasse ich mir so eine Chance aber auch so nicht entgehen. Och Gott, was macht ein Valbuena da? Tankt sich durch und danach kommt so ein Rumgeeier da raus. Das war jetzt gerade extrem unglücklich. Oh wei. Oh fuck, Alter, ich habe Angst, dass er den reinschießt. Oh Mann, ich habe Angst. Hör auf. Yo, Matuidi auf der Linie. Oh, scheiße, der Ball ist noch heiß. Alter, krass, Matuidi auf der Linie. Ich glaube, der wäre richtig stark gekommen. Oh. Nein. Jetzt. Mal ein bisschen Raum. Ja. Ja. Scheiße, Mann. Ich muss ihn verteilen. Dann. Wie kann es eigentlich sein, dass ich so offen bin? Erklärt's mir mal bitte. Ich habe eben gerade noch auf sehr defensiv gestellt. Ich verstehe das nicht. Ich stelle sicherlich nicht auf sehr defensiv, dass ich danach so offen bin. Jo. Achtung, das wird's jetzt. Ja, es war so klar. Es war so scheiße klar. Ich hab's mir selber zu eingebrockt. Aber so unnötig. Ach, Mann. Ach, das darf mir nicht passieren, ey. 3-0 lag ich vorne. Was ist das denn? Hat man sowas schon mal bei mir gesehen? Ich glaube, so schnell echt nicht mehr. Oder so. Okay, falsch. Nein, das ist so schlecht von mir. Könnt ihr mal irgendwann einen Ball abfangen? Das wäre echt zu gütig. Komm. Komm! Das gibt's doch nicht! Den musst du doch machen, ey! Alter! Das ist ein Witz! Also komm schon! Ich lass ihn so schön aussteigen! Schaut's euch an, meine Spieler sind ziemlich flatt und ich hab eigentlich... Weiß ich nicht, ob ich gute Wechseloptionen habe. Was Tore kann man bringen, yo, das war's dann aber. Oh, Fekir kann man bringen auch.
Das ist eine gute Idee. Aber Ibrahimovic will ich eigentlich nicht wechseln. Gut, dann lassen wir es erstmal dabei. Auch wenn er gerade kläglich vergeben hat. Okay, Konzentration. Das darf ich auch. Ist egal. Bringt jetzt alles nichts dazu, zu lamentieren, dass ich hier niemals in die Verlängerung gehen darf. Das ist jetzt egal. Jetzt darauf konzentrieren, dass man es trotzdem gewinnt. Torhüter, kommst du bitte raus? Das ist doch einfach ein Witz. So ein langer Ball, der kommt ein Torhüter immer raus. Sorry, das ist ein Rager, aber... Was ist... Also... Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass er da nicht rauskommt. Sehr schön. Schön. Ja. Ja. Wer spielt halt noch länger? Aber Mazzuini macht ihn. Ja, Mann. Läuft ihn einfach danach direkt ab und schießt ihn rein. Boah, Alter. Ich spiele den Ball noch länger nach vorne. Krass, hat der Gegner irgendwie nicht mit gerechnet, dass er ihn bekommt. Reagiert nicht und dann kann Matuidi natürlich super einfach ablaufen und reinschießen. Habe ich nur ein bisschen schon darüber aufgeregt, dass Di Maria den Ball so lange gespielt hat. Boah. Durch zwei Leute durch. Ganz einfach. Das wird wahrscheinlich faul sein. Ja. Wird aber hoffentlich gleich dann auch abpfeifen und jetzt hier nicht nur einen Angriff laufen lassen. Boah. Doch, einen kann auch laufen lassen, wenn ich mir jetzt den Ball nämlich hole. So, er pfeift ab. Jetzt gehen wir hier in die letzten 15 Minuten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jo. Achso, war Ball. Nachdem er ihm kurz die Beine gebrochen hat. Alles klar bei ihm? Boah, ist das eine Parade. Krass. Okay. Wow! So ein klarer Elfmeter. Ich habe so viele Elfmeter bis jetzt schon in diesem Turnier verschossen. Das ist echt krass. Vor allem mit Ibrahimovic. Immer links hochgeschossen, immer gehalten. Ach Gott. So ist es, ne? Schade. Hätte ein Tor sein können. Schön, 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 schön. Alles Zeit, alles Zeit. Jetzt auch den Ball verkackt oder den Ball verliert. Ja. Sehr gut. Nein! Das darf ich so nicht machen. Oh Gott. Das war gerade angetäuscht Übersteiger plus Exit Move. Das funktioniert manchmal so geil. Haben wir jetzt gerade sehr schön gesehen. Nice. Okay. Sich genau richtig entschieden. Oh, den nehme ich.
Komm. Oh. Ei, 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 wie wenig hier fehlt. Ja! David Luiz ist gerade am rausrücken. Macht so viel Sinn. Und den macht er jetzt, pass auf, den macht er gleich rein. Ja, den kriegt er jetzt vor die Füße und dann macht er ihn rein. Genau. War ja klar. Es war also ganz logisch. Ist nicht, dass ich ihn sauber rausspiele und... Also, was war das denn jetzt schon wieder gerade? Hier hat er ihn, da. Und dann stolpert er. Ist doch logisch. Ist doch logisch. Klar. Ganz normal, wie es halt immer ist. So, Schiedsrichter wird direkt abpfeifen. Genau, und jetzt verkacken wir es noch im Elfmeterschießen, um das ganze Spiel hier abzurunden. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Boah. Er wird nochmal so schießen. Er wird nochmal so schießen. Da habe ich ihn! So. Was machen wir jetzt? Rechts hoch halb. Nice. So. Er wird diesmal rechts halb hoch. Also so wie ich schießen gerade. Ne, er wird nochmal links hoch schießen. Oh! Okay, okay, okay. The Mind Games jetzt. Hm, hm, hm. Okay, okay. Wo schieße ich hin? Wo schieße ich hin? Ich weiß es noch nicht. Ah. Wow, nice, der ist drin. Ich war schon gerade schon am Aufstehen, dass ich den verkackt habe. Okay, ich weiß nicht, wohin schießt. Der schießt mittig. Nein. Er legt immer extrem krass auf. Okay, okay, okay. Nochmal links flach. Eben hat er gerade gedacht... also eben hat, aber ihr wisst schon, was ich meine. Genau, und jetzt nochmal ins Flach. Nein! Das ist doch einfach... Boah, wie... Hm. Oh Mann! Come on! Still in the game! Fuck, Alter. Wow, krass. Komm schon. Das gibt's doch nicht! Ich stehe doch da! Ja gut, er steht auch da. Pff, was ist das für ein Elfmeterschießen? Den fang ich! Okay, jetzt ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. David Luiz. Das gibt's nicht. Alter, ist das knapp, ey. Trapp jetzt schon am Start. Jetzt schießen die Torhüter. Come on. Der erste schießt! So, jetzt muss ich ihn machen. Kostil, come on! War schon ein bisschen kleiner, der grüne Balken.
Alter. Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Elfmeterschießen? Hey, den hab ich doch! Was ist das? Ach Gott, Alter. Das ist doch... Mann, ist das mies! Das gibt's doch nicht! Was ist das für ein Scheißspiel? Mir fehlen ein bisschen die Worte, sorry. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bin frustriert jetzt gerade. Bin gerade richtig frustriert. Nach einem 3-0 und nach einem 4-3 nochmal das zu verlieren. Nach so einem Elfmeterschießen. Ja. Nö, ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt großartig sagen soll. Ich darf das einfach nach einem 3-0 natürlich nicht hergeben zu einem 3-3. Wieder nachher eins der Sachen da sind. Gut. Bringt ja alles nichts. Muss ich nochmal weiterspielen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich dann wahrscheinlich direkt wieder im Finale bin, wenn ich mich einfach wieder davor gespielt habe. Alter, dieser Treffer in der 120. Der ist einfach so lächerlich gewesen. Es tut mir echt leid, aber gut, ich beende jetzt am besten, weil ansonsten rege ich mich einfach noch viel zu sehr drüber auf. Ich verkacke es natürlich, wenn ich nach 3-0 4-4 spiele. Das darf wohl nicht passieren. Okay, und Elfmeterschießen. Immer die entscheidenden, das muss man auch sagen, immer die entscheidenden Elfmeter habe ich verkackt. Das kommt auch noch hinzu. Nun gut, hilft alles nichts, wir müssen weitermachen, weiterkämpfen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, war natürlich extrem spannend. Mit einem sehr schlechten Ausgang für mich. Ja, bis zum nächsten Mal, Don Kasten sauber, euer Tess. Wow, das ist natürlich ein Elfmeter. Junge, Junge, Junge. Und das muss wahrscheinlich auch rot sein, weil er einfach nur von hinten reingrätscht, ohne überhaupt eine Chance auf den Ball zu haben. Hallo?